Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des II. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm! Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? So, damit herzlich willkommen zu einer Runde Gothic 1 in der weitestgehend Vanilla-Version. Ich bin Patrick, ich spiele dieses Projekt zusammen mit Jonathan und Barnabas. Wir spielen eigentlich alle parallel, haben uns dazu entschlossen, uns verschiedenen Lagern anzuschließen. Wir haben ausgewürfelt, wer sich welchem Lager anschließt. Das wird bei mir das alte Lager sein. Unser Ziel ist das Durchspielen von Gothic relativ zügig. Und Speedrun könnt ihr hier aber definitiv nicht erwarten. Und das führt auch dazu, dass wir zum Beispiel storyrelevante Dialoge, wenn wir sie das erste Mal anhören, nicht skippen werden. Für den Anfang werden wir hier etwa 30-minütige Folgen produzieren. Und Ziel ist, dass pro Woche eine so eine Folge pro Person veröffentlicht wird. So, mal schauen, was jetzt hier Diego... was wir mit Diego hier besprechen können. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste.
Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1: Die Welt der Verurteilten. Damit haben wir jetzt hier schon den ersten Quest bekommen. Der heißt Aufnahme altes Lager und sagt, um bei Gomez Leuten aufgenommen zu werden, muss ich mich bei Taurus melden und mit Taurus reden, der offensichtlich auch im alten Lager ist. Da ich ja im alten Lager spielen möchte, ist das auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Quest für den Anfang. So, außerdem kann man in diesem Spiel schnell vorankommen, indem man springt. Nicht so schnell vorankommen, wenn man schwimmt. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht. Es ist schneller, als einfach nur zu laufen. Die ersten Gegner, die wir hier treffen, sind zwei Fleischwanzen, die man auch durchaus mit einem Faustschlag erledigen kann. Diego mit einem Faustschlag zu treffen, wäre eine sehr schlechte Idee. Er reagiert ja auch schon darauf, dass ich eine Fleischwanze totboxe. Erste Truhe. Bier ist sehr praktisch. Münzen haben, glaube ich, in Gossek keine Verwendung, sondern sind einfach nur da. Die alte Währung, oder ist die Währung, die außerhalb der Kolonie, außerhalb der Barriere genutzt wird oder mal genutzt wurde. Ich weiß nicht, ob es eine aktuelle, also ob es aktuelle oder alte Goldmünzen sind. Innerhalb der Barriere wird mit Erz gehandelt. Da hier Erz abgebaut wird, gibt es eigentlich auch für alles Erz als Tauschware. Eine erste brauchbare Waffe gefunden, das ist ein rostiges Schwert. Kann ich anlegen und mich darum kümmern, den ersten Gegner hier, diese junge Mole Rat, zu erledigen. Ein größeres Problem. Ein starker Gegner. Und eigentlich auch keine größere Gefahr. Aber wenn man davon ausgeht, dass man dieses Spiel hier das erste Mal spielt,
sind diese Gegner ganz gut geeignet, um in die Steuerung reinzukommen. Weil die doch zu dem Zeitpunkt, als Gossek rausgekommen ist, sehr interessant war diese Steuerung und sie wurde auch meines Wissens im Handbuch zum Spielen nicht besonders gut erklärt. Zumindest war es bei meinem ersten Playthrough vor vielen Jahren so, dass ich erst verstehen musste, wie ich mich hier überhaupt im Spiel bewegen kann, wie ich eine Waffe benutze, wie ich effektiv kämpfen kann zum Beispiel. Man kann damit gewissermaßen die Gegner hier am Anfang als Tutorial-Gegner betrachten. Der erste stärkere Gegner, ein kleiner Goblin. Ich speichere das auch mal kurz. Wenn er mich treffen sollte, tut das weh. Wenn er mich zweimal trifft, war's das. Aber er muss zum Glück dran glauben. Dann haben wir hier noch zwei von den kleinen Mallrats. Aber auch die, dass ich über die Wand gegengelaufen bin. Der zweite ist auch kaputt. Ich könnte jetzt schon ein Stück eine Pflanze oder ein Stück Fleisch essen, um mich zu heilen. Ich glaube aber, das ist gar nicht notwendig. Wir haben mit zum Beginn des Spiels 40 Lebenspunkte und dieser Angriff hat scheinbar 5 Lebenspunkte Lebensenergie abgezogen. Das heißt, da ist noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen Spielraum, ein bisschen was übrig. Wenn ich jetzt nochmal getroffen werde von einem Scavenger, von einem Mallrat, dann ist auf jeden Fall Zeit, mal was zu essen und die Lebensenergie wieder aufzufüllen. Weiter geht's hier diese steile Schlucht runter. Und bis zu den nächsten Gegnern, auf die wir treffen. Zwischendurch liegt überall Loot rum. Zwischendurch treffen wir überall auf Leichen, auf Skelette, die noch irgendwie jemand hier gelassen hat. Hier liegt eine etwas stärkere Waffe, das macht wahrscheinlich keinen riesengroßen Unterschied. Aber immerhin den kleinen Unterschied von 2 Punkten Schaden macht es doch, den nehme ich jetzt einfach mit. Schaden tut er nämlich auch nicht. Und dann geht's gegen den Skeletor, den er ausweicht. So, hier ist dann scheinbar nichts weiter zu finden. Richtung altes Lager, was wir jetzt hier auf der linken Seite hinter dem Fluss auch schon sehen können. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier.
Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Anders als alle, die ich bisher an der Austauschstelle und auf dem Weg bisher getroffen habe, gehören die beiden hier offensichtlich zum neuen Lager. Die Gilde, der man sich hier auch anschließen kann, sind dann die Banditen. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger. So nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen, wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Und genau, was ich ihm auch erzählen kann, das ist sehr teuer. Aber er erklärt auch, warum das so teuer ist. Es rentiert sich, wenn man diese Lernpunkte und dieses Erz... Investiert. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Jetzt ist diese Gruppe Scavenger, glaube ich, dazu gedacht gewesen, diese Methode zum
zum Anlocken von einzelnen Scavengern zu üben. Leider beginnen die beiden Jäger, sobald man mit den Scavengern in den Kampf geht oder sobald man damit anfängt, sie anzulocken, die Scavenger zu beschießen. Von daher funktioniert das an der Stelle leider nicht. Aber es sind nur junge Scavenger. Also wahnsinnig schlimmes. Auch drei davon umzubringen. Ich kann jetzt gerade so, als wäre da oben der junge Scavenger, der hier noch auf dem Hügel steht, auch gerade von zwei Gardisten umgebracht worden. Das ist schade, aber dann ist das eben so. Also es ist schade für mich deswegen, weil mir die Erfahrungspunkte, weil ich die Erfahrungspunkte nicht bekomme. Erfahrungspunkte sind hier in dem Spiel eine unglaublich wertvolle Ressource. Eigentlich die wichtigste. So aufgebaut, dass man mit Erfahrungspunkten Level aufsteigt. Das müsste auch gleich soweit sein. Fehlen noch 60 Erfahrungspunkte, um auf Stufe 1 aufzusteigen. Man startet auf Stufe 0. Man braucht danach für jede weitere Stufe mehr zusätzliche Erfahrungspunkte. Und für jede Stufe bekommt man dann 10 Lernpunkte. Investieren kann, um Fertigkeiten zu verbessern und Talente zu lernen. Außerdem bekommt man mit jeder gewonnenen Stufe 12 Punkte Lebensenergie dazu. Das heißt, man wird auch auf Dauer mehr Treffer aushalten. Und die nächste Stufe braucht jetzt schon 1000 Erfahrungspunkte. Das heißt, jede Stufe braucht dann auch immer 500 Punkte mehr als die Stufe davor. Das heißt, am Anfang steigt man noch sehr schnell viele Stufen, zum Ende hin steigt man nur sehr wenige Stufen. Dafür geben aber auch Quests und Gegner, die man am Ende findet, potenziell mehr Erfahrungspunkte als die Gegner, die man so am Anfang trifft. So. Ist noch ein großer Scavenger, gegen den ich mich mal probieren möchte. Das ist deutlich mehr weh als ein kleiner Scavenger. Gibt ein bisschen mehr Erfahrung, gibt mehr Fleisch. Davon gibt es auf jeden Fall deutlich mehr hier in dem Spiel als in den kleinen Scavengern. Und ich glaube, es ist durchaus Zeit, mal irgendwie zum Beispiel so ein Fleischpflanzen-Ragout zu essen. Stellt dann die Lebensenergie wieder her. Das geht entweder mit Kräutern, mit Nahrung mit Kräutern oder eben mit Heiltränken. Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Hier an der Stelle fehlt leider eine Textzeile des Gardisten. Fragt mich halt, ob ich ins Lager möchte oder was ich hier will. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Und mit einem plausiblen Grund hier durchzukommen, habe ich auch überhaupt kein Problem. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Dieser Gardist bewacht die Winde, mit der dann dieses Tor hier theoretisch geschlossen werden kann. Und jetzt sind wir im alten Lager angekommen. Vorne auf der Bank sitzt Diego. Hier vor dem Tor steht Torus. Den soll ich sprechen. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden.
Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Vielleicht hat der Torus trotzdem noch was für mich zu tun. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg. Direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich kümmere mich darum. Dann ist das jetzt der nächste Auftrag, um den ich mich hier im Lager kümmern kann. Mal schauen, was Diego sozusagen hat. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez' Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da.
Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Das passiert mir nicht normal. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Diego ist also am Anfang ein Lehrer, der die beiden Grundtalente stärkt. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Für Nahkampfwaffen und Geschick für Fernkampfwaffen lehren kann. Mach's gut. Also auf jeden Fall jemand, den man häufiger aufsuchen wird. So. Damit ist die erste halbe Stunde auch schon rum. Und damit ist dieser Part dann auch für jetzt beendet.